Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute geht es um algorithmische Stablecoins. Viel Spaß beim Schauen. Du durftest ja in den letzten Tagen mitbekommen haben, dass Terra Luna und dessen Stablecoin UST ziemlich abgestürzt sind. Es war hier ein Crash von ungefähr 99% und der Stablecoin UST, der eigentlich sich ja an dem Dollar orientiert, somit einen Dollar ungefähr wert sein dürfte, war hier so gut wie nichts mehr wert. Es ging sogar so weit, dass die Blockchain hier für wenige Stunden komplett abgeschaltet worden ist. Inzwischen funktioniert das Ganze wieder. Es gibt ja auch genug Leute, die jetzt hier in UST investieren und auch in Terra Luna und so spekulieren, dass sie in Zukunft irgendwann mal reich werden, wenn das Ganze wieder hochgeht. Wir schauen uns heute das Ganze mal gemeinsam an, ob das so ist. Wir schauen aber auch mal rüber zu den ganzen anderen Stablecoins. Wenn wir hier einmal rüberschauen zu CoinMarketCap, dann siehst du, dass es hier ziemlich viele unterschiedliche Stablecoins gibt. Ein Stablecoin, der orientiert sich ja im Normalfall an eine Fiat-Währung und meistens ist es natürlich der US-Dollar, weil natürlich der Dollar aktuell die Weltwährung ist und dementsprechend sozusagen das den meisten Sinn macht. Du siehst, hier kann man im Endeffekt ziemlich weit scrollen. Es gibt nämlich ziemlich viele verschiedene Stablecoins. Man kann hier drüber streiten, ob die gut sind, ob die schlecht sind, ob auch alle wirklich hier da sein müssen. Darum soll es aber heute nicht gehen. Es geht vielmehr darum, dass es algorithmische Stablecoins gibt. Das weißt du, vor allem jetzt, wo es den Crash mit Terra USD gab hier. Ja? Und zwar gibt es noch andere. Vielleicht sagt ihr hier USDD etwas. Vielleicht auch nicht. Ich habe das lange auch nicht gekannt. Das ist aber der Stablecoin von dem Unternehmen Tron. Tron dürftest du kennen. Das Ganze ist schon länger auf dem Markt und ich bin mir sicher, du hast auch schon was davon gehört. Ich möchte jetzt hier gar nicht so sehr auf das Unternehmen eingehen, was das Ganze kann, was das Ganze macht. Darum soll es wirklich nicht gehen. Das Ding an der Geschichte ist, die haben einfach einen algorithmischen Coin und die sagen, wir machen das Ganze besser als Luna. Jetzt nochmal hier für dich die Info, wie funktioniert der algorithmische Stablecoin? Im Endeffekt ist das Ganze ganz einfach. Und zwar möchte man hier mit der hauseigenen Währung, in dem Fall bei Tron, eben mit Tron TRX, bei UST war das eben Terra Luna, den Stablecoin mit der Währung ausgleichen. Das heißt, fällt der Kurs oder steigt der Kurs, dann werden eben hier die hauseigenen Coins verkauft oder gekauft. Und so wird dafür gesorgt, dass der Stablecoin im Endeffekt immer plus minus einen Dollar wert ist. Wir haben jetzt gesehen, das Ganze hat durch den starken Abverkauf bei Terra Luna nicht funktioniert. Das Ganze ist in eine Abwärtsspirale geraten und wir haben den Crash erlebt. Wir kommen dann später nochmal zu dem Thema, wie das Ganze hier weitergehen wird. Jetzt gibt es aber hier bei Tron eben News und die sagen Folgendes. Und zwar sagt der Tron-Gründer Justin Sun, er glaubt weiterhin an algorithmische Stablecoins und die möchten das Ganze auch besser machen. Wenn wir uns mal hier kurz anschauen, wie möchte man hier die Kunden locken? Und zwar hat Terra Luna sich gedacht, okay, wir locken unsere Kunden auf unsere Plattform durch das Anchor-Protokoll und hier boten sie 20% Rendite eben hier, also Zinsen auf deine Kryptowährung vor dem Crash. Jetzt geht natürlich hier Tron hin und sagt, um das Ganze besser zu machen, bieten wir auf unserem Protokoll 30%. Und so möchte man natürlich die Kunden zu sich locken, dass die Währung an Wert gewinnt, man so viel Liquidität einfach gewinnt und hier die Leute einfach ihre Münzen staken. Man kann sich jetzt drüber streiten, ob das Ganze gut ist oder schlecht ist. In der Vergangenheit gab es bereits Stablecoins wie zum Beispiel Cefcoin, BitUSD, Digital Dollar, Nubits und viele mehr, die auch hier schon ihre Probleme hatten und teilweise auch gar nicht mehr existieren. Was ist jetzt also hier bei Tron? Im Endeffekt noch nichts. Wie du siehst, arbeiten die und schauen oder lernen aus den Fehlern von anderen und möchten jetzt eben hier alles dagegen tun, dass es bei dem Tron bzw. dem Coin von denen, also dem USDD, nicht passiert. Soweit, so gut. Die Theorie ist immer schön. Was heißt das Ganze für dich? Ich persönlich bin einfach hier der Meinung, ich brauche diesen Stablecoin nicht. Wenn ich hier unbedingt irgendwie mein Geld aufbewahren möchte, dann kann ich mir hier vielleicht einen anderen Stablecoin aussuchen, der nicht unbedingt hier irgendwie algorithmisch ist oder irgendwie skeptisch für mich wirkt,
sondern ich kann das Ganze einfach in eine andere Währung halten oder in einem anderen Stablecoin, wo ich meine, dass nichts passiert. Das sicherste ist natürlich, wenn du das Ganze einfach in Fiat hältst, weil warum sollte man das Ganze überhaupt in einem Stablecoin halten? Meiner Meinung nach hat es sehr wenige Vorteile. Klar, man kann immer drüber streiten, manchmal geht das nicht anders. Aber ich persönlich, wenn ich hier das Geld halten würde, würde das hier rausnehmen, einfach aus der Angst, dass hier früher oder später das gleiche passiert wie mit Terra Luna. Man kann, wie gesagt, hier skeptisch hingehen, so wie ich. Man kann das Ganze aber auch positiv hingehen oder hinnehmen und sagen, das Ganze wird hochgehen durch das Staking mit den 30%, wie auch immer. Das Ganze ist ja keine Anlageberatung, sprich, du musst sowieso immer selber recherchieren und selber entscheiden, wie und was du machst. Ich, für mich, sage dir einfach hier, ich würde hier nicht investieren, ich würde hier einfach die Finger von lassen, was hier den Stablecoin angeht. Wenn du sagst, du glaubst an Tron, du denkst, das Ganze wird hochgehen, dann darfst du natürlich hier frei investieren, aber das ist halt immer die Geschichte, hier herrscht sehr hohes Risiko, wie eigentlich in der ganzen Kryptoszene, aber du weißt jetzt einfach hier den Hintergrund, dass das Ganze algorithmisch ist und somit hier einfach die Gefahr besteht, dass hier eben auch so eine Abwärtsspirale stattfindet, die dann irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist und es dann vielleicht kaputt geht. Wie gesagt, das ist das Worst-Case-Szenario, das muss natürlich nicht passieren, das kann aber passieren. Du siehst, wie gesagt, die versuchen das Ganze ja zu verhindern. Wenn es hier aber starke Abverkäufe gibt, aus welchem Grund auch immer, dann kann das beste Staking und der beste Gründer nichts dran ändern. Dementsprechend überleg dir, falls du hier investiert bist oder investieren wolltest, ob das sinnvoll für dich ist. Ansonsten jetzt natürlich die Frage, die jeden beschäftigt, kann man mit Terra Luna reich werden? Die Frage beschäftigt wohl ziemlich viele aktuell. Und das Ganze ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Wie eben schon erwähnt, das Ganze ist keine Anlageberatung. Recherchiere da selber und schau selber, was du hier draus machst. Du kannst natürlich mit Spielgeld hier ein wenig rumexperimentieren. Das Risiko ist aber hier verhältnismäßig sehr hoch. Hier sagt Do Quonterra, dass er hier das Ganze wiederbeleben möchte. Klar, er versucht das Ganze wieder zu retten. Hierfür hat er am Freitagabend einen Plan vorgestellt, den kannst du dir gerne in Ruhe durchlesen, falls du das möchtest. Aber die Sache ist jetzt die, wir müssen hier erstmal wieder ein wenig Vertrauen gewinnen. Wir befinden uns in einem Bärenmarkt, wo gerade aktuell wirklich alles auf die Nase fällt. Die Angst ist da, ich merke das auf YouTube, ich merke das auch bei mir in der Gruppe. Die Kommunikation ist deutlich zurückgegangen. Als wir uns noch in den höheren Phasen befunden haben, da wollte jeder irgendwo irgendwie mitmischen und jetzt ist einfach die Panik da. Dazu gibt es aber nochmal ein separates Video, darum soll es jetzt nicht gehen. Dementsprechend, wenn wir mal in die Geschichte zurückschauen, dann gibt es Geschichten, da schafft es der Stablecoin wieder zurück. Ob das hier bei Terra Luna so sein wird, das weiß natürlich keiner. Ich habe leider keine Glaskugel, sonst würde ich euch das natürlich verraten. Aber hier ist es natürlich jetzt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn du hingehst und sagst, ich habe da irgendwie ein gutes Bauchgefühl, ich will ein bisschen Spielgeld reintun, dann mach es. Hoffe nicht, dass das jetzt explodiert, lass es dann einfach liegen und vielleicht hast du dann in ein paar Tagen, Monaten oder Jahren einfach das Glück und hast aus deinen 20 Dollar vielleicht 2000 Dollar gemacht. Wer weiß, wo die Reise hingeht. Ich will dir hier aber definitiv keine falsche Hoffnung machen. Das Ganze kann nämlich auch einfach nochmal ein kleines Aufleben sein, bevor das Ganze zu Ende ist. Das weiß keiner von uns. Dementsprechend, wenn du hier auf schnelles Geld aus bist, riskier das Ganze. Wenn du sagst, das Ganze ist mir zu heiß, dann lieber nicht. Es wird hier aktuell ziemlich viel drüber debattiert. Es soll irgendwie ein Schweizer Unternehmen hier das Ganze wieder mit Geld vollpumpen oder Kredite gewähren, um das anders zu nennen. Dann, wie gesagt, gibt es hier die Strategie von dem Gründer. Es gibt also hier ziemlich viel. Das Ganze ist jetzt also auch sehr am Wackeln und wir müssen schauen, was draus wird. Ich, für mich, bleibe hier einfach draußen, weil mir ist das Ganze zu heiß. Wenn das hochgeht, kann man sich vielleicht drüber ärgern, aber für mich sind hier andere Werte wichtiger und dazu wird es ein separates Video geben. Mich wird jetzt deine Meinung in den Kommentaren interessieren. Was glaubst du, schafft es Terra Luna und der Stablecoin wieder auf ihr Hoch oder ist die Geschichte geschrieben? Weiter würde es mich natürlich auch interessieren, ob du hier investierst, riskierst du das Ganze, um vielleicht hier irgendwie gute Gewinne einzufahren oder sagst du nein, das mache ich nicht.
Lass mir also die Kommentare gerne unten da, das pusht auch den Algorithmus und hilft mir ein wenig zu wachsen. Wie du siehst, gebe ich mir ja Mühe und versuche jeden Tag wirklich die aktuellsten Geschichten für dich zu bringen. Lass mir auch gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns schon morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine.